Wir schreiben das Jahr 1992. Jump'n'Runs gab es an jeder Ecke. Das Shooter-Genre war noch in den Kinderschuhen. Es war eine Zeit, in der Männer noch Männer waren, in der Helden sich noch nicht selbst heilen konnten, aber dafür Waffenschränke mit sich rumtrugen. Einer der Pioniere des Shooter-Genres in dieser Zeit war Doom. Was? Dem Großteil der Leute sagt der Titel nix? Korrekt, denn der Titel war bis Anfang 2012 auf dem Index. Nun, mit der BFG Edition von Doom 3, liefert Bethesda die komplette Sammlung der Doom-Spiele nach. Somit hat jeder die Chance, ein Relikt aus der Vergangenheit nachzuholen. Inwiefern es sich lohnt, wollen wir hier klären. Die Handlung von Doom, wenn man sie so nennen kann, lässt sich in 4 Worte zusammenfassen. Marine ballert auf Monster. Yep, das ist alles. Kein Krieg, kein Komplott, keine bösen Russen. Nur Monster abballern. Die Handlung wird nach jedem Kapitel in einer Texttafel weitergesponnen, aber im Grunde ist sie belanglos. Immerhin enthält das Spiel 2 Enden. Das echte Ende nach Episode 3 und das Fortsetzende nach Episode 4. Insgesamt kann man sich auf 6,5 Stunden Geballer einstellen, ohne sich um irgendeine wirkliche Handlung kümmern zu müssen. Und wenn man damit durch ist, bleibt noch die Suche nach Secrets. Das kann dann nochmal ein paar Stunden einnehmen. Die Technik ist nach heutigen Maßstäben nicht mehr wirklich schön. Pixelig, teils schwammige Texturen und dann noch leicht nervige Ränder an den Seiten. Zudem läuft es nur auf festen 35 FPS. Katastrophal ist es aber trotzdem nicht. Man kann es sich immer noch ansehen, ohne Augenkrebs zu bekommen. Dazu kommt dann noch der Nostalgiefaktor. Für die damaligen Verhältnisse jedoch ist es eine Wucht, da es eines der ersten 3D-Spiele war und dafür ist die Optik grandios. Aber in einem Shooter ist die Grafik sowieso zweitrangig. Stimmt's, Call of Duty? Was zählt, ist das Gameplay. Die Steuerung von Doom ist an sich shooter-typisch und doch ein wenig anders als heute. Dadurch, dass man nicht nach oben oder unten sehen kann, haben die Entwickler einen kleinen Aimbot eingebaut. Einfach das Kanonenfutter anvisieren, schießen und der Doom Marine passt die Höhe selbst an. Dadurch, dass es die HP-Regeneration damals nur in einem Spiel namens Faceball 2000 gab und jenes Spiel, mal ganz nebenbei angemerkt, genau deswegen so gehasst wurde, muss man immer wieder auf der Suche nach Panzerungen und Heilung sein. Beides kann man mit normalen Mitteln, also Medi- und Stimpacks, auf höchstens 100% stapeln. Mit erweiternden Mitteln, also Heal-Potions, Rüstungsteilen und Mega-Items, welche 100% von jedem bringen, lassen sie sich auf maximal 200% stapeln. Das Waffenarsenal ist auch größtenteils Shooter-typisch. Eine Pistole, eine Schrotflinte, ein Raketenwerfer und eine Minigun. Dazu gibt es dann noch spezielle Waffen wie eine Kettensäge, ein Plasmagewehr und die berühmt-berüchtigte BFG 900, die eine ganze Armee mit 2 Schüssen ausschalten kann. Das 16-Bit-Gedudel ist immer noch gut anzuhören heutzutage. Auch wenn die Gegnergeräusche und Waffensounds nicht mehr ganz so taufrisch und somit heutzutage verbesserungswürdig wären, ist es vor allem die Levelmusik, die das Sounderlebnis von Doom gut macht. Manch eine Levelmusik ist genial, auch wenn das nur auf die Hälfte der Level zutrifft. Und gerade die Musik des allerersten Levels muss man einmal gehört haben. Doom ist ein nettes Anschauungsbeispiel dafür, was aus Shootern seit jeher geworden ist. Ich, der Autor dieser Review, dessen Stimme ihr gerade eben nicht vernehmt, bin halt ein Freund dieser Stumpfsinns-Shooter. Ich mag es, die Gegner umherzuscharen und sie mit einem Waffenschrank niederzuballern. Und Doom liefert genau das. Ich werfe manchmal das erste Level von Doom wieder an, wegen der geilen Levelmusik. Das Gameplay funktioniert immer noch und ja, der Nostalgiefaktor hat auch was damit zu tun, warum das Spiel immer noch gut ist. Wenn ID Software bald ein Doom 4 machen sollte, und das ist an sich nur eine Frage der Zeit, dann sollten sie sich wieder an dem ersten Teil orientieren. Stumpfes Geballer, wenig bis keine Handlung und ein simples, aber geniales Gameplay. Das kombiniert mit einer guten Optik und einer fetten Soundkulisse würde einen Hit-Titel garantieren. Wer einmal wieder einen Nostalgietrip haben möchte, beziehungsweise wer ein Fan von Stumpfsinn-Shootern ist, muss sich diesen Titel ansehen oder ihn sich nochmal ansehen. Das war es auch mit dem ersten Kapitel des Buches Die Hölle und wie man sie zurückjagt. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es darum geht, seinen Heimatplaneten zu verteidigen. In dem Sinne, macht's gut, haltet die Ohren steif, bis dann.